Oh ja, interessantes Thema. Jeder kennt es. Es passiert versteckt im Hintergrund oder in irgendeinem Satz. Jedoch manchmal werden einem die Brüste auch gleich direkt ins Gesicht geschlagen. Ja, die Rede ist von Sex-Sells in der TV-Werbung. Und nein, damit meine ich nicht diese um 24 Uhr auf irgendwelchen Sportsendern laufenden Werbesendungen, wo man die dicke Erna vom Lande für nur 90 Euro die Minute beim belauschen kann. Nee, heute geht's um ganz normale Werbung. Jedoch ist dabei auffällig, dass die Zielgruppe Männer im Alter von 20 bis 45 Jahren. Aber wieso eigentlich? Ich glaube, die fänden es doch auch cool, wenn die Haftcreme von irgendeiner halbnackten Frau präsentiert würde, oder? Aber wieso sind nun Männer meist die Zielgruppe? Das erkläre ich am besten mal kurz am Beispiel. Ja, ich weiß, man vermutet es nicht, aber hier wird tatsächlich für ein Damenhaarwaschmittel geworben. Und solche Bilder regen eben Männer zum Kauf an. Jedoch denken die wahrscheinlich eher Folgendes. Wenn ich das meiner Freundin jetzt kaufe, bekommt ihr dann auch solche Riesentitten? Ach, ich versuch's einfach mal. Ja, liebe Frauen, ich würde mal sagen, nächstes Weihnachten gibt's eine Europalette voll Shampoo. Aber ich kann Entwarnung geben, denn nachgewiesen ist auch, dass solche Werbungen einfach schneller vergessen werden. Denn direkt nach dem Schauen wird beim Mann im Gehirn das Belohnungszentrum aktiviert. Und danach ist dann bekanntlicherweise totales Synapsenzusammenbruch und er sitzt nur noch irgendwo sauer rum. Jedoch finde ich, genau solche Werbung macht das TV-Schauen noch ertragsam. Weil sonst würde wahrscheinlich irgendwann statt so einer Damenrasiererwerbung so eine kommen. Und ja, es ist eine Frau. Also, glaube ich. Also seht solche Art von Werbung nicht so eng. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Findet ihr es gut oder eher nicht? So, das war's wieder für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, macht's einfach trotzdem. Also, ciao.